Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen zurück in Lübeck. Martin Jarchow, ja, macht das, was er gewissermaßen versprochen hat. Solide Arbeit. Lübeck verdient wieder Geld. 8,15 Gold im Monat. Die Frage ist, ob er eine Lösung findet für dieses Thema hier mit unseren Vasallen. Aber im Moment gibt es da, glaube ich, keine Lösung. Dänemark sieht uns nicht länger als Rivale an. Hatten wir das nicht sowieso schon beendet, dieses Thema? Merkwürdig. Okay, und wir können hier den Mann aus Mecklenburg abziehen. Das bringt jetzt nichts, wenn er hier noch weiter mit dabei ist. In Frankfurt herrscht immer noch Krieg. Verbesserte Beziehungen, da geht's auch nicht besser. Na gut, dann ist das eben so. Kaufleute verlangen mehr Importe. Der Einfluss einer starken Gilde hat die Preise für Schiffsbedarf in Lübeck in die Höhe getrieben. Es ist so weit gekommen, dass Händler es wirtschaftlicher finden, Güter aus dem Ausland zu importieren, um mit lokalen Preisen zu konkurrieren. Ja, das ist ja Sache des Händlers, ne? Diese Vorgehensweise wird ihren Aussagen nach dank der derzeitigen lübschen Importgesetze immer schwieriger. Eine Verringerung der Zölle würde unseren Kaufleuten eine Chance geben, vorteilhafte Arrangements zu schaffen, wo Schiffsbedarf produziert wird. Doch die Gilden, die sich vehement dagegen wehren, erfüllen auch ihren Zweck. Ja, unser Mann ist einer der Gilden, deswegen wird er, glaube ich, in dem Sinne entscheiden. Das ist ja hier keine Rechtsfrage. Wir werden keine Kompromisse eingehen, die den Gilden schaden können. Oh, das bringt Unruhe, aber Produktionseffizienz für 3 Jahre. Na gut. Dann ist das eben so. Und die Gilden übernehmen sozusagen die Macht sogar bei uns, reduziert die Baukosten und erhöht die produzierten Güter. Das ist für unser kleines Land keine so große entscheidende Auswirkung. Pommern gestattet unseren Händlern wieder Zugang. Wie kommt das denn? Haben sie uns nicht mehr als Rivalen? Danzig, Preußen, Lübeck. Merkwürdig. Oder wollen Sie uns einen Krieg erklären? Na gut. Wir machen das aber weiter. Das beruht nicht auf Gegenseitigkeit. So, was passiert hier mit Frankfurt? Läuft da immer noch die Belagerung? Agent entdeckt. Besetzt durch Würzburg. Da muss es doch jetzt mal zu einem Frieden kommen. Das interessiert uns schon sehr, was da passiert. Ja, noch läuft der Krieg. Ach so, ist ja auch noch Pause. Wie ist denn der Kriegsstand? Jetzt noch Frieden oder was? Ja? Wurde ich wieder nicht informiert hier? Okay, dann schauen wir mal. Schaut mal. Ah, das war richtig praktisch, dieser Krieg. Sie sind jetzt wieder katholisch geworden, dadurch sind die Beziehungen deutlich besser. Und echt, ich fasse es nicht. Jetzt geht das mit der Handelsliga. Durch diesen Krieg haben wir ein Glück. Ist ja echt cool. Ja, wunderbar. Dann laden wir Sie ein. Hervorragend. Das ist ja wirklich ein Erfolg. Sie sind beigetreten. Und dann gucken wir mal, was das jetzt hier bedeutet für unseren Einfluss. 11%. Frankfurt hat ja wirklich einiges zu bieten. 31 Handelseinfluss. Sehr schön. Mal gucken. 5,33 leiten wir derzeit weiter. Und jetzt sind es 5,85. Was uns fast auf 26 bringt hier. Im Handelszentrum. Das ist schon enorm. Im Ärmelkanal 22, in Venedig 22, nur Genua ist deutlich mächtiger. Wir sind das zweit umsatzstärkste Zentrum. Und die erste Wahl steht an. Die Frage ist, bleibt Martin Jarchow, der solide Rechner, der Verwalter, der rechtschaffene Bürgermeister von den etwas biederen Handwerkern? 1 bis 3, er bleibt unser Mann. Nein, eine 5. Das war's schon. Also, er wird vielleicht nicht richtig in die Annalen eingehen. Er hat seine Sache gut gemacht, vor allem wieder das Geld zusammengehalten. Aber jetzt die Frage, wer folgt ihm? Oh, wartet mal, hier müssen wir wieder ein bisschen was korrigieren. Und diesmal, na, fast gleich auf, würde ich sagen. Ne, mit einer Tendenz pro Gilden. Also 3, 2, 1 für dieses Verhältnis. Das heißt, 3, 4 und 5, 6. So ist die Verteilung. Mal gucken, ob die Gilden weiter am Zuge bleiben. Und gewürfelt eine 6. Wow, wer hätte das gedacht? Ein militärischer
Kandidat und es ist erneut ein Jacho, aber der steht auf anderer Seite. Hartwigen Jacho wird Bürgermeister. Einer von den Falken, was dazu führt, dass die Aristokraten wieder hier die Macht haben. Hatten wir uns alles angeguckt? Ja, von 11 auf 15, das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut gelaufen. Sehr schön. Gut, das könnte also heißen, dass wir hier ein bisschen aufholen im Bereich Militär. Und, okay, alles klar. Jacho ist ein Sünder. Ein Sünder? Im religiösen Sinne offenbar. Im religiös-katholischen Sinne. Dieser Herrscher gilt weitestgehend als Sünder. Private Verfehlungen bei der Führung unseres Landes brachten die religiöse Institution gegen uns auf. Okay. Das ist die Frage. Ist er wirklich ein Sünder oder ist er möglicherweise ein heimlicher Protestant? Oder was auch immer. So, hier ist nichts Besonderes. Das kann so weitergehen. Ansonsten sollten wir auch nochmal schauen, mit wem wir überhaupt selbst jetzt so vielleicht nochmal Meinung verbessern von unseren normalen Freunden hier. Was haben wir dann? Bremen zum Beispiel. Da sollten wir mal hin und mal wieder Beziehung verbessern. Ups. Hier oben war das. Okay. Kriegsgrund erhalten, das ist nichts Beunruhigendes. Ja, und Mecklenburg zieht jetzt auch auf. Sie haben jetzt schon 8000 Mann, vorher hatten sie 7000. Das dürfte das Problem noch verschärfen, aber wir sehen nichts. So. Katholisches Kaiserreich, das heißt, habe ich das richtig verstanden, die Zeit der Religionskriege ist damit vorbei, oder? Ja. Es gibt keinen Religionskrieg und anders als in der Geschichte ist es hier geschehen, dass ja gewissermaßen die Reformation nicht insofern anerkannt wurde, dass gewissermaßen jeder Herrscher über sein Gebiet bestimmen kann, dass es eine gewisse Form von Religionsfreiheit gibt. Nein, die protestantischen Staaten hier im Reich bleiben aus der Sicht des Kaisers und des Reichsrechts Ketzer. Okay, hochinteressant. Das wird die zwar nicht großartig jucken, aber helfen tut es ihnen auch nicht. So, neuer Kurfürst, Garantie, die Osmanen garantieren die Unabhängigkeit von Polen, okay. Österreich hat die Staatsehe mit Dänemark gebrochen, was ist da denn los? Osmanen garantieren die Unabhängigkeit von Venedig, das ist ja nun extrem ungewöhnlich. Das hängt alles mit der Frontstellung der Osmanen mit den Österreichern zusammen. Das ist hochinteressant. Diese Konstellation können wir uns vielleicht auch überhaupt mal angucken. Es gibt nämlich zwei große Machtblöcke. Das ist einmal Österreich und Spanien, fast schon klassisch. Und das ist der Machtblock Frankreich, Schottland, Ferrara, Venedig, Osmanisches Reich. Und ich würde fast sogar sagen, dieser Block ist stärker. Das sind die Großmächte, die hier um Einfluss ringen. Ich bin mal gespannt, wann es zwischen denen knallt. Ob es da einen großen Krieg geben wird oder nicht. Das ist die große Frage. So, wir verdienen schon 9. Sehr schön. Und das ist auch wichtig, weil wir ja noch unsere Mission haben. Auf die warte ich jetzt eigentlich. Dann werden wir nämlich noch was bei den Beratern tun. Und wir haben Geld angehäuft und damit Prestige bekommen. Sehr schön. So. Lüttich ist jetzt Kurfürst, alles klar. Und jetzt machen wir mal Folgendes. Wir werden jetzt einen neuen Berater anstellen. Eigentlich würde ich gerne einen Level 2 Militärberater haben, aber da gibt es nur diesen blöden. Wir brauchen unbedingt das, diesen Einheitenlimit-Typen. Und ich jetzt wieder da suche. Ich glaube, ich werde dann hier einen Level 2 mal nehmen. Kostenstabilität, das ist sowieso gut. Okay, bring mir ihn rein hier. Thomas Stets. Wir geben sozusagen jetzt unsere Überschüsse auf für einen weiteren Berater. Das ist insofern wichtiger, weil wir die Punkte wirklich dringend brauchen. Damit können wir nämlich dann auch Lübeck verbessern. Wisst ihr was? Wir können auch einfach mal Folgendes tun. Wir können auch mal sagen, dass wir administrativ hinterherhinken.
Oh, verdammt. Verdammt. Wilfried Schmidt ist gestorben. Da sage ich noch, wir brauchen den unbedingt. Und jetzt kriegen wir hier so einen blöden anderen. Ja, wir brauchen einen, der uns Einheitenlimit gibt. Wir müssen den jetzt mal entlassen und hoffen, dass wir einen neuen kriegen, der uns da besser passt. Da werden wir jetzt auch ein bisschen Geld ausgeben für, weil das ist wirklich wichtig. So. Handelsliga Kurfürst. Oh, jetzt gibt es viele, viele neue Kurfürsten. Aber es bleibt doch so, dass eigentlich Kurfürsten jetzt nur katholisch sein dürfen, oder? Köln, Trier, Würzburg, Münster, Lüttich, Salzburg, Augsburg, ja. Und wer würde jetzt eigentlich Kaiser werden? Oh, vermutlich, es sieht so aus, als ob Österreich wieder vorne steht. Das heißt, das Zeitfenster wird sich irgendwann schließen. Vielleicht überhaupt mal ein interessanter Punkt zu gucken. Bosnien, wie alt ist denn der? Der ist 52. Ja, das könnte dann bald zu Ende sein. Na gut, gut, dass wir diesen Frankfurt-Krieg nicht mehr führen mussten, dass sich das von selbst erledigt hat. Wir warten jetzt aber hier den das Monatsende ab und... Nein! Den gleichen wiederbekommen. Oh, ich hasse es. Was haben wir hier? Geheimnis in unserem Bündnis. Gut, das kennen wir. Doppelagenten. Jetzt ist unser rechtschaffener Mann... Ach nee, wir haben ja jetzt einen ganz anderen. Einen Sündigen. Ja, wie reagiert er denn auf diese Sache? Ich glaube, wir werden das per Zufall entscheiden. Lass mal gucken. Charakterlich, da erfahren wir dann ein bisschen mehr über seinen Charakter. 3, das heißt die mittlere Sache, Austausch. Also in solchen Sachen tendiert er also eher zum Mittelmaß. Gewissermaßen zum Kompromiss. Okay. Das ist erstmal unabhängig von seiner sündhaften Lebensweise. Was ist hier? Ausländischer Waffenausbilder verfügbar. Maurice von Nassau erfand neue Übungen für Wehrfeuerwaffen, welche die neuen Waffen viel effektiver machten. Diese Ausbildungstechnik war kein Geheimnis und viele unternehmerische Geister aus dem Militär machten sich über diese Techniken schlau und boten ihre Dienste den gekrönten Häuptern Europas an. Ja, was spricht dagegen? Wir werden ihn einstellen. Wir gucken ja immer nicht auf die Konsequenzen. Das macht das besonders spannend. Was führt das? Zur Armeetradition und wir verlieren Dukaten. Ja, ist in Ordnung. Vielleicht gleich einen richtigen Moment, einen neuen General einzustellen. So. Ah. Flottenreformer. Ich werde ihn nochmal entlassen. Wir brauchen einen anderen. Böhm hat Österreich als Rivalen bestimmt. Okay. Ja! Einheitenlimit. Hervorragend. Florian Dabelstein. Oh, da haben wir aber Glück gehabt. Da haben wir aber Glück gehabt. Du bist unser Mann. Sehr schön. Das Problem ist auch geklärt. +4. Wunderbar. Was ich gerade sagen wollte, irgendwie wurde ich gerade unterbrochen. Wir sind zwar hier kurz vor der Militärverwaltung, aber ich hatte gerade den Gedanken, was ist, wenn wir einfach mal auf diese Technologie völlig pfeifen und da total in der Zeit hinterherhinken und stattdessen lieber zum Beispiel Lübeck weiterentwickeln. Soweit es geht. Vielleicht kommen wir sogar auf 40. Und mit dem Rest unsere Stabilität erhöhen und so weiter. Ich meinte, was kostet das? Das kostet uns 115. Ich weiß nicht so recht. Vielleicht machen wir doch eher den konventionellen Weg und geben das erstmal für die Technologie aus. Und mit dem nächsten Schub erhöhen wir die Stabilität und dann die Entwicklung. Ich weiß nicht so recht. Wir haben ja gerade festgestellt, er ist eher der Mann des Mittelmaßes. So, das ist alles uninteressant. Kongo-Bündnis mit Ferrara. Wie skurril. +4,26 ist aber anständig, dass wir immer noch so ein gutes Plus haben.
Russland hat Perm den Krieg erklärt. Wir könnten eigentlich jetzt, hätten wir schon längst mal machen können, wir können hier noch weiter an der am Sold der Soldaten sparen. Ne? Im Moment macht es doch eher den Anschein, dass friedliche Zeiten hier auf uns warten. Außer das Thema Untertanen, das dümpelt hier so vor sich hin. Ich meinte, wir kriegen zumindest Lauenburg, kriegen wir tatsächlich unter 50%, wie es aussieht. Gut, und was passiert hier so religiös? Oh, wartet mal, was sehe ich denn hier? Jetzt wissen wir, was hier mit dem sündigen Mann gemeint ist. Lübeck wird reformiert? Oh mein Gott! Okay, erstmal schnell die Militärverwaltung einführen. So, die stetig wachsende Armee des 16. Jahrhunderts führen zu immer größeren und schwierigeren Anforderungen an die Verwaltungssysteme des Staates, indem wir eine dauerhafte Organisation schaffen, die sich um die Beschaffung und Planung der Militärversorgung kümmert und selbst im Winter oder in Friedenszeiten die Einsatzbereitschaft von mehr Truppen sichert, können wir langfristig größere Armeen günstiger ins Feld schicken und diese Armeen in Kriegszeiten effizienter versorgen. Jetzt können wir Gewaltmärsche durchführen. Aber was ist denn das jetzt für eine Entwicklung? Damit habe ich jetzt ehrlich gesagt nie mehr gerechnet, nachdem die Reformation jetzt doch so lange schon hinter uns liegt. Wahnsinn, dass das jetzt noch passiert. So, kann man hier zufällig mal was machen? Hat sich hier irgendwas geändert? Nein. Es ist halt Frieden und deswegen sind auch alle bereit, in die Kriege einzusteigen. Im Moment ist keine Zeit für Krieg. Achso, Gott sei Dank. Ich dachte schon, irgendwas mit uns ist passiert. Das ist nur dieses komische Bündnis, was die miteinander haben. Okay, die Dolmetscherin ist nicht mehr bei der Expedition, die wir sowieso nicht mehr haben. Der Hekavi-Stamm ist reformiert. Das interessiert uns jetzt im Moment nicht. Hm. Das ist ja was. Das verändert, glaube ich, so einiges. Vor allem, wir werden ja auch nicht protestantisch wie Sachsen-Lauenburg. Das macht die Sache jetzt auch wieder schwieriger. Oh Mann. Oh Mann, Mann, Mann. So, was haben wir hier? Venedig, Mamelucken als Rivalen. Mussten wir nicht auch einen neuen Rivalen definieren? Pommern, nee. Nee, nee, stimmt. Das war Spinnerei. Gilden behindern den Handel. Gildenführer sind oft ruchlose Strippenzieher und haben nichts für politische Gegner übrig. Da die Gilden die Regierung von Lübeck schon einige Zeit lang nicht mehr kontrollieren, haben ein paar von ihnen begonnen, ihren Einfluss mit Einschüchterungsmethoden zu demonstrieren. Im Wissen, dass die Republik vom Handel abhängt, hat die Schiffsbedarf kontrollierende Gilde damit begonnen, den freien Handel damit zu beschneiden, womit sie wesentlich die nationale Wirtschaft und die Ziele ihrer politischen Gegner sabotiert. Glauben sie, dadurch in die Gunst des Syndikus zu kommen? Ach, wir verlieren Provinzhandelseinfluss minus 5. Schade drum für 3 Jahre. Ungünstig. Das ist bares Geld, was wir dadurch verlieren. Aber scheint auch nicht zu gravierend zu sein. Wir gucken nochmal ganz konkret. Ja, bei der Summe lagen wir eigentlich auch schon. Okay. Du kannst hier nach Hause kommen. Das bringt nichts mehr. Sind wir jetzt tatsächlich bei Lauenburg? Ja, da sind wir auf 44 runtergekommen und hier auf 51. Wie kommt das denn plötzlich schon wieder? Dass das so radikal ist. So, Perm wird vollständig annektiert. Wohlan. Russland dehnt sich weiter aus. Venedig warnt Bosnien. Oh Mann, was für ein armseliger Kaiser. So, Bremen brauchen wir keine Diplomaten mehr. Dann müssen wir jetzt mal dringend gucken, wo wir hier weitermachen. Mit unseren diplomatischen Bemühungen. Oldenburg. Ja, die sind ja nicht ganz so wichtig, wie wir gelernt haben. Oldenburg und Memel wären die nächsten Kandidaten. Machen wir das vielleicht sogar mal. Direkt mit Memel auch. Da sind wir bei 72. Das sollte... Ne, 52. Das sollte schnell gehen. Okay. Die nächsten Ideen
Also auf jeden Fall kommen als nächstes Ideen und nicht Technologien. Und wenn wir die beiden dann gleichzeitig haben, oh nee, es reicht schon eine, dann kriegen wir die Hansebank und den Abschluss. Das ist wiederum ein großer Schritt, der dann kommt. Das ist befriedigend. Das gibt ja noch mal ordentlich Handelseinfluss. Sechs. Ärmelkanal wird aufholen natürlich, weil immer mehr Güter hierher transportiert werden. Oh! Oh, was ist denn das hier? Schottland hat Dänemark den Krieg erklärt. Eroberung. Das ist ja eine interessante Entwicklung. Was wollen die denn mit erobern hier oben? Ah, nee, natürlich nicht. Natürlich hier die Shetlands und die Orkneys und so. Das ist vermutlich Ziel Schottlands. Gut, das ist nachvollziehbar. Was bedeutet das? Wer ist da mit wem im Krieg? Scheint erstmal nur ein regional begrenzter Krieg zu sein. Bisher zumindest. Gut, mal sehen. Das werden wir das nächste Mal weiter beobachten. Ansonsten weiter Geld verdienen und dann hoffentlich mal irgendwann. Ja, ich bin ja schon scharf darauf, jetzt hier die vier weiteren Entwicklungen zu bekommen, um hier ein neues Gebäude zu bauen. Das würde Lübeck doch noch ein Stück nach vorne bringen. Und wie wir das geschafft haben, hier unter die 50 zu kommen, ist mir auch noch nicht ganz klar. Na gut, also, wir machen weiter. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Steinwallen.